Guten Tag und herzlich willkommen zum Webinar über Cybersecurity, das wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern Consol, Consulting und Solutions und der Profi Engineering Systems präsentieren. Mein Name ist Claudius Banani. Ich bin bei SUSE im Partnervertrieb und freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind, um mehr über das spannende Thema Cybersecurity und auch über die Welt der Biere zu erfahren. Im ersten Teil des Webinars werden unsere Referenten Jens Kassert von der Profi, Marco Bungart von Consol und Gabriel Stein von SUSE verschiedene Aspekte der Cybersecurity beleuchten. Zum Beispiel von der Bedeutung der Auswahl eines hochsicheren Enterprise Open Source Betriebssystems über Software, Bill of Materials als Baustein für Cybersecurity, bis hin zum Zero Trust Konzept werden wir ein breites Spektrum an Themen behandeln. Nach diesem informativen Teil laden wir Sie herzlich ein, an unserem Craft Beer Tasting teilzunehmen. Für dieses besondere Erlebnis haben wir die professionellen Bierexperten Andreas Blasius und Martin Dambach engagiert, die Sie durch die Welt des Craft Beers führen werden. Übrigens, falls Sie am Biertasting teilnehmen möchten, dann sollten Sie natürlich auch schon längst ein Paket bekommen haben, das auch ein alkoholfreies Bier beinhaltet. Das ist das Coconut Grove. Wenn Sie mögen, dann können Sie dieses gerne auch schon während der Präsentation genießen. Herzlich willkommen auch an die Personen, die jetzt noch dazugestoßen sind. Bitte stellen Sie uns Ihre Fragen gerne im Chat. Wir werden sie am Ende der jeweiligen Session beantworten. Nochmals vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Wir wünschen Ihnen einen informativen und unterhaltsamen Nachmittag. Als ersten Sprecher möchte ich nun Jens Kassert von der Profi Engineering Systems AG begrüßen. Er wird über die Auswahl eines soliden und hochsicheren Enterprise Open Source Betriebssystems sprechen und er wird erläutern, welche Merkmale ein solches Betriebssystem haben sollte, um höchste Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden. Wir freuen uns auf seine Expertise in diesem wichtigen Bereich. Jens, hallo und schön, dass du heute dabei bist. Wir freuen uns schon sehr auf deine Präsentation. Hallo Bitte, Claudius. Jens. Ja, besten Gruß erstmal in die Runde und danke für die warme Eröffnung. Ich starte mal den bunten Reigen und werde mir mal ganz kurz hier den Monitor nehmen. So, jetzt schiebe ich das mal kurz beiseite. Genau. Wunderbar. Ja, Claudius hat ja schon ein paar einleitende Worte gebracht. Ich habe diesen Slot mal Secure Linux Foundation tituliert. Und um was geht es? Es geht darum, dass wir moderne Entwicklung haben in der IT, dass heute Software anders gebaut wird, dass Microservices verwendet werden, cloud-native Softwareentwicklung, dass man sich mit Containerisierung auseinandersetzt, dass Technologien wie Kubernetes eine Rolle spielen. Und ich möchte jetzt mal darauf eingehen, was man noch beachten sollte, wenn man in diese Reise eintaucht. Das ist ein Statement, das ich einfach mal in den Raum stellen möchte. Wenn ich heute in den Markt gucke und schaue, was es an Technologien gibt, ob es Container Runtimes sind, ob es Orchestrierer wie Kubernetes sind, man kommt faktisch an Linux nicht vorbei. Das heißt, wenn man das erstmal akzeptiert, wenn ich mich mit Containerisierung beschäftige, muss ich mich mit Linux beschäftigen, ist man schon mal auf einem guten Weg. Was aber noch viel wichtiger ist, wenn ich sichere Containerumgebung haben möchte, brauche ich letzten Endes natürlich auch ein passendes, sicheres und vertrauensvolles Linux-System als quasi Unterbau. Hier ist mal ein Beispiel von einer Threat-Analyse der ENISA, europäische Organisation, die sich mit dem Thema Cybersecurity auseinandersetzt. Und ich habe mich heute mal hier auf das Thema Supply Chain Attacks ein bisschen kapriziert. Man sieht hier, dass es natürlich verschiedene Branchen gibt, die besonders betroffen sind. Muss man sich nicht wundern. Gerade das Thema Public Administration, öffentliche Hand, gerade aus politischen Gründen natürlich ein großes Einfallstor für Angriff. Supply Chain ist in dem Fall zu verstehen als Software Supply Chains.
Also der Weg von der quasi vom Quellcode bis zum anwendungsfertigen Software-Artefakt, Stack, Application, wie auch immer. Also diese Produktionsketten, Lieferketten, die werden vermehrt angegriffen. Ausführung, wo bin ich da? Genau. Das heißt, die zentrale Frage, die im Raum steht, wie kann ich die gesamte Software Supply Chain evaluieren, also nachvollziehen und es auch nachweisen, etwaigen Regulierern, Compliance-Einrichtungen, ob das jetzt die BaFin ist, ob das vielleicht das BSI ist, also die Autoritäten, die letzten Endes auch diese Prozesse überwachen und kontrollieren. Hier ist mal exemplarisch dargestellt, wie grundsätzlich so eine Evaluierung stattfinden kann. Wir haben N Kunden und wir haben N Lieferanten. Das stellt man sich vor, ne? Softwarelieferanten. Wenn die Autorität, die Verantwortung beim Kunden liegt, dann kann er sich einzeln mit all den Lieferanten auseinandersetzen. So sieht es oftmals in der Praxis aus. Nicht gerade praktikabel und die Last liegt am Ende beim Kunden. Das Ideal ist natürlich, wenn man eine zentrale Evaluierungs-Zertifizierungsautorität hat. Das heißt, diese überprüft die Lieferanten im Rahmen der Software Supply Chain und testiert diesen die Einhaltung von Security-Vorgaben, Richtlinien oder ähnlich. Wenn ich jetzt mal auf die SUSE schaue und die Autoritäten, die hier eine Rolle spielen, habe ich mal exemplarisch das BSI herausgegriffen. Als deutsche Einrichtung, wir sind ja im deutschen Markt tätig, und mal gegenübergestellt, wer da noch eine Rolle spielt in der Implementierung der Vorgaben, die Normen nochmal genannt, in dem Fall Common Criteria als Norm, also das BSI rollt es aus nach der Norm, Common Criteria, und die Implementierung erfolgt in dem Fall durch die CCRA und die SOGIS. Runtergebrochen auf die einzelnen Länder jetzt in der Europäischen Union beziehungsweise auch weltweit. Die gute Nachricht ist, dass die SUSE mit ihren eigenen Angeboten dort sehr, 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 sehr gut unterwegs ist. Und das nicht erst seit heute oder gestern, sondern schon eine ganze lange Zeit. Das heißt, im Ende, wir haben ganz hohe Sicherheitsstandards, die SUSE im Kontext SUSE Linux Enterprise verbaut. Hier ist es mal gegenübergestellt, der Ansatz Command A, was der amerikanische Markt macht, in dem Fall die NIAP als Autorisierungs- oder Evaluierungsbehörde und der BSI oder das BSI hier in Deutschland. Speziell diese Zeile der EAL-Levels, der Evaluation Assurance Level, die ist wichtig und interessant, weil sie spiegelt wider, wie tief die Überprüfung geht. Man sieht hier, dass unsere Behörden deutlich weiter hineingehen in die Evaluierung, als es die amerikanischen Kollegen. Hinzu kommt, die amerikanischen Kollegen konzentrieren sich auf ihren eigenen Markt, auf die Vereinigten Staaten. Das BSI verfolgt da einen weiteren Ansatz, einen weiteren, ja, Bereich. Es geht auf europäische Ebene, in die NATO hinein und auch weltweit. Der große Unterschied liegt darin, dass bei der NIAP jetzt mal als Beispiel lediglich die bestehenden Produkte evaluiert werden. Also as it is. Das BSI und EAL 4 Plus in dem Fall als Evaluierungsstufe gehen halt auch in den Bereich der Produktherstellung, der Produktionsumgebung, also wie wird die Software gebaut und wie wird sie bereitgestellt hinein. Das ist letzten Endes der Begriff oder der Aspekt der Software Supply Chain. In dem Fall ist der SUSE Linux Enterprise Server 15 mit dem Service Package 2 auf EAL 4 Plus evaluiert und für gut befunden worden. Das liegt sogar schon ein bisschen zurück. Aktuelles Zertifikat ist jetzt gültig bis 2026. Die SUSE schläft natürlich nicht. Weitere Zertifizierungen werden natürlich sukzessive nachgezogen. Man muss verstehen, das dauert hier und da ein wenig, weil es auch ein umfangreicher, langwieriger Prozess ist, der dahinter steht. Und kann man auch nicht verhehlen, auch ein recht kostenintensiver Prozess. Aber SUSE investiert. Und das wird nicht erst seit vorgestern, sondern über viele, viele Jahre bzw. Jahrzehnte hinweg.
Hier ist es nochmal dargestellt, der Unterschied jetzt zu dem, zu anderen Vendoren, anderen Betriebssystem-Vendoren, die wir im Markt finden, die sich primär auf diese NIAP-Evaluierung konzentrieren, und der SUSE, die jetzt hier in Richtung ERL 4 Plus auch unterwegs ist, und die Abgrenzung auch, was ist Product Core und was gibt es on top, wenn ich jetzt auf das sichere Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Server komme. Und das ist, finde ich, schon, wie heißt es Neudeutsch, eine ganz gewichtige Unique Selling Proposition, USP. SUSE ist wirklich der einzige Anbieter, der ERL 4 Plus vorweisen kann und zeitgleich natürlich auch die amerikanischen Vorgaben erfüllt. Wichtiger Punkt: Natürlich betrifft nicht jeden von uns hier, von den Teilnehmern, Common Criteria. Nicht jeder ist aus dem Bereich Rüstung, aus dem Bereich Sicherheit, vielleicht aus dem Bereich Banken, auch klar. Es ist nur eine exemplarische Darstellung, wie tief man mit dem Hause SUSE in diese OS-Security eintauchen kann. Weil es spiegelt sich natürlich auch wieder in anderen Zertifizierungsbereichen. Ob wir jetzt Gesundheitswesen nehmen, ob wir jetzt das Thema NIS 2 nehmen, Cyber Resilience Act, etc., etc., etc. Kann ich nur darauf verweisen, bei der SUSE einfach mal auf die Zertifizierungsseiten auch zu schauen. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich. Und was auch natürlich interessant ist, wir sind ja hier mit dem SLES eben nicht nur auf Intel-Maschinen unterwegs, wir sind auch auf IBM Power-Maschinen unterwegs, wir sind im Mainframe unterwegs, wir sind auch auf Edge-Devices unterwegs, und SUSE verfolgt ganz klar die Policy, certify once, use many. Ja, also man profitiert letzten Endes in allen Bereichen von dieser sicheren Secure Software Supply Chain, die die SUSE aufgebaut hat, betreibt und nachweisbar vorliegen hat. Gut, hier ist es nochmal runtergebrochen, was da nun wirklich dahinter steckt, in einzelnen Aufgaben, Tätigkeitsbereichen. Ja. Kommend von der Community, ja, SUSE ist ein Open-Source-Unternehmen, baut natürlich dann die Enterprise-Produkte auch auf Basis dessen, was aus der Community kommt. Das heißt, wir haben dieses Thema, wir haben den Quellcode, der erstmal, oder die Projekte, die zusammengeführt werden. Wir haben das Thema, dort die richtigen Pakete zu selektieren. Das ist Package Selection, sie natürlich zu konfektionieren, zusammenzubringen, sie zu testen, sowohl automatisiert als auch manuell, die einzelnen Ergebnisse zu bauen, ja, also wenn man eine Linux-Distribution jetzt zu bauen und sie dann für die Kunden zielgerichtet bereitzustellen. Das sind so die Kernaspekte, und der ganze Prozess ist halt testiert, überprüft und secure. Und wenn ich das im Kopf habe und auch die Eingangsaussage von mir mal im Hinterkopf habe, weil der Claudius hatte vorhin das Thema genannt, Trusted Computing, heißt es für uns bei der Profi ganz klar, dass die Trusted Containerization immer mit einem sicheren und hochsicheren Betriebssystem wie dem SUSE Linux Enterprise Server die Reise beginnt. Und das ist eine ganz wichtige Message auch an Sie als Teilnehmer, als Kunden. Sie werden merken, die Kollegen, der Marco und auch der Gabriel, die werden halt nochmal im Technologie-Stack, sage ich mal, eine Ebene weiter nach oben springen. Die Kombination macht es aus. Trusted Computing, Zero Trust Architekturen beginnen wirklich ganz unten, und da ist halt das Betriebssystem einer der entscheidenden Faktoren. Von daher als kurzer Einblick in den Unterbau, meine Frage in die Runde: Haben Sie Fragen? Kann ich irgendwas erläutern? Kritikpunkte? Haben wir was im Studio, im Chat vielleicht? Isabel, Nein, keine Frage. du warst so nett, den Chat zu verfolgen. Gab Wir es? haben eine Frage. Ja. Warum sind Container Linux? Es gibt doch auch Windows-Container. Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, das Hause Microsoft hat sich natürlich auch vor, naja, so lange ist es noch gar nicht her, auch der Thematik Containerisierung angenommen. Aber ich spreche ganz einfach mal als jemand, der im Markt auch unterwegs ist, der mit vielen Kundensituationen zu tun hat. Wenn unsere Kunden mit Containerisierung sich beschäftigen, sind es in 95, 99% der Fälle Linux-basierte Umgebungen. Liegt an der Natur der Sache, die Containertechnologie kommt aus der Linux-Welt, kommt aus der Open-Source-Welt und hat damit natürlich ein großes Ecosystem auch nach sich gezogen, was sich darin auch widerspiegelt, dass es verschiedenste Arten von sogenannten Container-Runtimes gibt, verschiedenste Arten von Container-Formaten, verschiedenste Arten von Kubernetes-Implementierung. Also der Drive kommt aus der Open-Source-Community. Und deswegen, aus meiner Sicht, komme ich an Linux im Kontext Containerisierung gar nicht vorbei. Dann ist jetzt noch eine Frage reingekommen, gerade von einer Teilnehmerin. Meine Organisation fällt aber nicht in den von Herrn Kassert erwähnten Zertifizierungsbereich. Ist Ja. das trotzdem für uns relevant? Ich habe es ja versucht, schon ein bisschen so Ja. in die Richtung zu beantworten. Aus meiner Sicht ist es definitiv relevant. Weil in dem Moment, wo ich so die höchste Zertifizierung, die man so erreichen kann, habe mit dem Unterbau slash SUSE Linux Enterprise Server, ist das ganz klar ein Qualitätsmerkmal, was sich auch in anderen Feldern widerspiegelt. Weil es ist ja nicht so, dass die Kollegen bei SUSE, die jetzt den SLES entwickeln, einen SLES entwickeln für Common Criteria und einen SLES entwickeln für was auch immer, für Healthcare-Kunden, für Retail-Kunden. Das ist ja eine Softwareentwicklung. Und die Prozesse, die da laufen, die laufen natürlich genauso auch in Richtung von anderen Zertifizierungen. Ja. Von daher, aus meiner Sicht, ja, der Effekt, dieser Qualitätsstempel, den wir haben, der zahlt sich auch natürlich für die Menschen aus, die Unternehmen aus, die Organisationen, die eben nicht im Hochsicherheits-, Public-, Defense- oder sonstigen Bereichen unterwegs sind. Also ich würd's nicht, ich bejahe es. Ja, vielen Dank. Das waren im Moment alle Fragen, die gestellt wurden. Ja. Wenn es noch weitere Fragen gibt, generell bekommen Sie entweder morgen noch oder am Montag eine Zusammenfassung und auch mit den Mailadressen der drei Speaker. Genau, das habe ich auch hier hinten noch dran. Die Folien werden ja im Nachlauf auch bereitgestellt. Meine Kontaktdaten habe ich auch hier mit eingeklinkt. Und ansonsten natürlich auch gerne nachher an der Bar noch mal eine Frage. Auch kein Thema. Von Prima. daher zurück ins Funkhaus. Danke. Super. Vielen herzlichen Dank, lieber Jens, für diesen Gerne. informativen Beitrag. Und ich freue mich, dass wir jetzt auch ein ganz spannendes nächstes Thema haben. Der Marco Bungert von der Consul wird uns über Software Bill of Materials als Baustein für Supply Chain Security informieren. Er wird uns nicht nur die Grundlagen von SBOM näherbringen, sondern auch über deren Erstellung, Verwaltung, Auswertung und Distribution sprechen. Ich freue mich nun schon sehr darauf, von Marcos Expertise auf diesem Gebiet zu profitieren und weitere wichtige Aspekte der Cybersecurity zu erkunden. Marco, willkommen und danke, dass du uns das spannende Thema nun näher bringst. Marco, bitteschön. Vielen Dank, Claudius. Und wir haben ja gerade schon von Jens gehört, dass die Supply Chain angesprochen wurde. Ich würde einfach mal raten, das im Hinterkopf zu behalten. Wir werden hier und da nochmal drüber stolpern. Ganz kurz zu meiner Person, damit man das so ein bisschen einordnen kann, was ich jetzt in den nächsten Minuten sagen werde. Mein Name ist Marco Bungert. Ich habe irgendwann mal im vorigen Leben Bioinformatik und dann Informatik studiert, habe dann promoviert und bin seit 2018 jetzt bei der Consul als Senior Software Engineer tätig. Meine Schwerpunkte sind tatsächlich cloud-native Architekturen. Ich arbeite viel mit KVM und Quarkus und bin auch im Bereich Observability unterwegs. Wildere aber auch sehr viel in Richtung QA, Security, Container Security herum. Und da möchte ich euch jetzt gerne auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. Und zwar war das so ungefähr vor 9, 10 Monaten. Ich war auf GitHub unterwegs und habe dann hier diesen Button gesehen, dieses Export SBOM. Und da hat es bei mir im Kopf angefangen zu rattern. Wenn es auf GitHub irgendwie ist, dann muss es irgendwas sein, was relativ populär ist und was irgendeinen Sinn hat. Und da haben sich dann mir
logischerweise drei Fragen gestellt. Was ist dieses S-Bomb? Was kann es? Klammer auf, was andere Dinge nicht können. Und wie kann ich es nutzen? Und ich möchte jetzt diese drei Fragen im Laufe des Vortrags kurz beleuchten, meine Findings dazu präsentieren und so ein bisschen Anleitung dazu zu geben, zu motivieren, damit mal etwas rumzuspielen. Genau, fangen wir damit an. S-Bomb, was ist das eigentlich? Mein Schwerpunkt in der Entwicklung ist normalerweise Java. Da bin ich am meisten dran bewandert. Und bei Java meistens in Richtung, Richtung Maven. Das heißt, ich habe meine POM-XML und da sehe ich eigentlich meine ganzen Dependencies. Eine Software Bill of Material ist etwas Ähnliches. Ja, damit kann ich meinen kompletten Software-Stack erfassen, kann erfassen, welche Bibliothek verwende ich in welcher Version. Das Schöne hier an der Stelle ist, ich habe gerade schon gesagt, ich bin normalerweise im Java-Umfeld tätig und arbeite mit Maven. SBOM an sich ist erstmal komplett Sprach- und Framework-unabhängig. Das heißt, SBOM ist es egal, ob ich eine Java-Applikation, JavaScript, Python-Applikation oder sogar einen Container, sprich ein Betriebssystem habe. Ich kann damit im Prinzip alles, was irgendwie Softwarekomponenten enthält, abbilden. Okay, das ist schon mal ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt da verschiedene Formate. Die drei großen sind CycloneDX, SPDX und CPI. Unterscheiden sich so ein bisschen, haben aber alle im Großen und Ganzen dasselbe Feature-Set. Im Moment scheint es so zu sein, dass CycloneDX sich durchsetzt. SPDX ist das zweite große, was man so findet und was unterstützt wird. CPI sieht man relativ selten. Da gehen wir aber später nochmal so ein bisschen drauf ein und schauen, was gibt es da eigentlich am Markt, wie kann ich das Ganze verarbeiten und was wird wo unterstützt. Genau, und dann gibt es verschiedene Encodings, XML und JSON. Das ist aber dann tatsächlich nur das i-Tüpfelchen obendrauf. SBOM ist ein Format, was normalerweise nicht dafür gedacht ist, dass wir Menschen es lesen. SBOM ist ganz klar ein Format, was dafür gedacht ist, dass es von Maschinen gelesen und ausgewertet wird. Und damit Unterstützung von Maschinen, sprich mit Unterstützung von der Software, können Menschen dann Analysen darüber fahren. Okay, wenn wir jetzt verstanden haben, was S-Bombs so generell sind, können wir jetzt mal sehen, was es kann, was andere nicht können. Ich habe schon gesagt, das ist Sprach- und Framework-unabhängig und das beschreibt Softwarekomponenten. Das schließt aber jetzt in dem Fall auch mit ein, wenn wir uns unsere zum Beispiel Container anschauen oder unser Betriebssystem. Auch da haben wir Softwarekomponenten und auch da benutzen wir Bibliotheken. Auch das können wir komplett erfassen. Das heißt, wir sind nicht nur sprachunabhängig, sondern wir können dann tatsächlich auch sagen, okay, ich habe eine Applikation, die containerisiert ist. Die besteht normalerweise auf einem Base-Image, zum Beispiel einem Slash-Image, und ich layer meine Software oben drauf. Und ich kann jetzt dieses gesamte Produkt, den gesamten Container, samt Unterbau, samt der Applikation, die ich reinlege, damit analysieren. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, was es bisher in der Form aus einem Guss noch nicht gab. Es gab hier und da immer mal Insellösungen, die dann sehr anbieterspezifisch waren, aber es gab keine Allround-Lösung. Okay, und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir das Ganze nutzen können. Das Nutzen unterscheide ich in drei Kategorien. Ja, das eine ist, okay, ich habe hier ein Stückchen Software, wie kann ich eine S-Bomb erzeugen? Wenn ich die S-Bomben erzeugt habe, wie kann ich sie konsumieren? Was kann ich damit überhaupt machen? Und dann gibt es noch einen dritten, sehr interessanten Aspekt. Der führt dann tatsächlich auch in die Richtung, die dann eher bei Softwareanbietern wie zum Beispiel der SUSE zu finden ist. Wie kann ich das denn publizieren? Also wenn ich möchte, dass andere meine Software verwenden, wie kann ich denn sagen, hey, übrigens, das hier ist meine S-Bomb, das sind die Bibliotheken, die ich verwende. Das ist der Unterbau im Container, den ich verwende. Damit gebe ich dann im Prinzip preis, wie ist meine Software von innen gestrickt, was ist da alles mit eingebacken. Den Teil werden wir heute nicht behandeln. Das ist nochmal ein komplett eigener Aspekt, weil es da auch um Sachen geht wie, ich muss die S-Bomb nicht nur erstellen, ich muss sie dann auch entsprechend signieren, dass sie eben vor Veränderung geschützt ist. Und wenn ich sie signiert habe, dann muss ich sie auch noch bereitstellen. Was ich dazu sagen kann, ist, da gibt es im Moment verschiedene Ansätze. Ein Ansatz ist zum Beispiel, dass man es mit in die Container Registry mit hochlädt. Das heißt, man hat dann ein eigenes Artefakt. Das ist das S-Bomb-Artefakt. Das kann man sich dann später anschauen. Es gibt auch das Konzept, dass man die S-Bomb in den Container selber als Datei einbackt. Man kann auch beides fahren. Da ist noch sehr viel im Flux. Das wird sich noch zeigen, wie es sich genau rauskristallisiert. Aber der Mechanismus ist immer derselbe. Ich habe eine S-Bomb. Ich muss diese S-Bomb vor Veränderungen schützen, sprich signieren.
Und ich muss diese signierte S-Bomb dann irgendwie der Welt zur Verfügung stellen, damit sie dann weiterverwendet werden kann. Okay, fangen wir dann unten an. Wie kann ich eine S-Bomb erzeugen? Es gibt da ganz, ganz viele Tools. Also zum einen haben wir sprachspezifische Tools. Zu nennen hier wäre beispielsweise von CycloneDX gibt es ein Maven-Plugin. Das kann ich auf meine Applikation loslassen und dann baut es mir daraus eben eine S-Bomb. Genauso gibt es das auch für Node und es gibt es auch für andere Sprachen, stellt CycloneDX entsprechende Plugins bereit. Es gibt dann auch noch sprachunabhängige Komponenten. Die zwei nennenswertesten sind Swift und Gripe. Wer von Ihnen Docker benutzt, ist vielleicht schon mal über Swift gestolpert, respektive es gibt seit relativ kurzem bei Docker auch ein neues Target, mit dem ich Container analysieren kann. Und unter der Haube wird Swift benutzt. Ja? Beide Komponenten sind von Anchor. Swift ist eher dazu gedacht, dass ich die S-Bombs, die ich erzeugt habe, verifiziere und signiere. Gripe ist dafür gedacht, dass ich die S-Bombs grundlegend erzeuge und dann darüber auch einen Security-Check fahre, wenn ich den Security-Check zum Beispiel nicht zentral, sondern auf der Pipeline offen lassen möchte. Demgegenüber steht noch ein drittes Tool, das ist Trivy von Aqua Secure. Hat so ziemlich denselben Fokus wie Swift und Gripe von einem anderen Hersteller und hat mehr oder weniger dasselbe Feature-Set, wie gesagt, einfach nur andere Hersteller. Und ein Tool, um das man nicht drum herum kommt, da werde ich später noch ein bisschen mehr drauf eingehen, das ist die CLI von CycloneDX selber, weil die sehr nette Features abbildet. Das werden wir nachher auch noch ein bisschen sehen. Okay, das Erstellen des Containers ist also größtenteils entweder was in meinem Build-Prozess ausführen oder mit Swift und oder Gripe etwas da ein Kommando ausführen. Die beiden Tools, Swift und Gripe, eignen sich übrigens hervorragend, um zum Beispiel von Containern die S-Bomb zu erstellen. Ja, das heißt, für den Container selber nehme ich S-Bomb, für meine Applikation, die ich in den Container reinlayer, kann ich dann mein sprachspezifisches Tools verwenden. Da gibt es dann auch Unterschiede, das werden wir gleich sehen. Okay, was kann ich denn damit machen? Es gibt bei Docker mittlerweile ein neues Subprogramm, das Docker Scout. Damit kann ich mir eine S-Bomb anschauen und eine S-Bomb auch validieren. Wenn ich jetzt selber Docker Scout nicht habe oder es anders nutzen möchte, Gripe selber erlaubt es, dass ich direkt eine S-Bomb analysiere. Das heißt, Gripe kontaktiert dann zum Beispiel die Overspark, dann zieht sich ein Update, damit es alle Security-Datas hat und schaut danach, okay, was sehe ich in der S-Bomb, wo sind Vulnerabilities, zeigt mir dann auch gegebenenfalls ein, hey, die und die Vulnerabilities sind fixbar, weil hier gibt es ein Update und die sind nicht fixbar. Da musst du dann mit leben, respektive da musst du dann entweder sagen, okay, ich gehe nicht in Produktion oder ich dokumentiere, dass ich das eben entsprechend hinnehme, das Risiko, und gehe damit in Produktion. Das ist aber meistens etwas, was wir nicht wollen, weil das ist ja irgendwas, was wir lokal machen. Wir möchten eigentlich solche Informationen zentralisiert gepflegt haben und vor allem, wir möchten das auch, dass das kontinuierlich überwacht wird. Wir möchten nicht einmal einen Scan ausführen und sagen, okay, das ist es jetzt, sondern wir möchten zentralisierte Systeme haben. Da gibt es im Großen und Ganzen zwei, die mir untergekommen sind. Das eine ist Dependency Track. Das ist direkt von der OWASP, eine kostenlose Web-UI. Dort kann man S-Bombs hochladen. Die werden dann in Form von Projekten angezeigt. Da sehen wir nachher auch ein paar Screenshots. Und die können dann gescannt werden. Da kann ich dann auch eben sagen, okay, ich möchte bitte, dass jedes Projekt einmal am Tag gescannt wird, damit das entsprechend aktualisiert wird. Dann kann ich dann ähnlich wie man es bei einem Sonar Cube auch kennt, sagen, wenn zum Beispiel mehr als null Critical Errors auftreten, dann möchte ich bitte, dass dieses Projekt rot angezeigt wird. Dann kann ich auch dafür sorgen, dass meine Pipeline fehlschlägt. Ich kann Alerts draufsetzen und ich kann sogar runtergehen bis auf die Ebene, dass ich sage, selbst wenn bestimmte Lizenzvereinbarungen verletzt sind, also wenn ich jetzt eine Software benutze, die eine Lizenz nutzt, die ich eigentlich nicht verwenden möchte, dann kann ich das auch noch mit einbinden und den Check fehlschlagen lassen. IQ-Server von Sonatype hat mittlerweile auch eine Integration dazu. Und da kann man entsprechend die Analyse auch durch S-Bombs erweitern bzw. verfeinern und die damit hochladen. Genau. Die Folie hatten wir bereits. So. Ich möchte jetzt noch einmal kurz darauf eingehen, wie sieht das Ganze aus? Ich habe gesagt, es gibt so einen kleinen Unterschied zwischen, mache ich jetzt ein
eine S-Bomb für einen Container über Swift und Gripe oder mache ich eine für eine Applikation? Das ist jetzt ein Screenshot aus Dependency Track und hier habe ich für einen Container, in dem Fall ist es der Eclipse Timurian Container, einfach mal eine S-Bomb hochgeladen. Wir sehen, okay, hier sehen wir eigentlich nicht viel. Wir sehen einfach nur eine Hierarchie. Die Software-Komponenten werden alle komplett erkannt, aber wir sehen, da ist nichts weiter. Also ich kann jetzt nicht sehen, welche Pakete in dem Betriebssystem geht auf was runter. Wenn ich aber hingegen zum Beispiel über Maven meine Applikation analysiere, dann bekomme ich einen solchen Baum. Hier kann ich dann sehr schön sehen, okay, das hier ist meine Applikation und hier habe ich komplette Hierarchie meiner Dependencies mit abgebildet. Das heißt insbesondere auch, wenn mir jetzt gesagt wird, hey, du hast in der und der Komponente ein Sicherheitsrisiko, dann kann ich auch von diesem Scan in diesen Baum hier springen und sehe, wo kommt eigentlich die Komponente her. Die von euch, die IQ-Server benutzen, kennen das sicherlich schon. Und zu guter Letzt, was ich dann machen kann, ich habe jetzt einmal einen Scan gezeigt, der über Swift läuft, also der den Container abbildet. Das hier ist jetzt nur meine Java-Applikation. Mit dem Cyclone DX-Tool kann ich das Ganze auch zusammenführen zu einer BOM. Ja, das sieht man dann hier. Hier unten ist mein Container-Base-Image. Hier ist meine Applikation. Das Base-Image hat immer noch keinen Baum, aber meine Applikation hat auch den kompletten Baum und diese S-Bomb, die jetzt hier bildlich dargestellt wird, bildet dann meinen kompletten Container ab. Das heißt den Unterbau, in dem Fall über Eclipse Temurin, wie auch den Oberbau meiner Applikation. Genau. Wenn Sie die Slides bekommen, werden Sie noch ein bisschen weiterführende Literatur sehen, Links zum selber durchlesen, sowie ein paar hilfreiche Kommandos, einmal für Gripe und Swift und dann auch die entsprechenden Maven-Kommandos. Ist jetzt nichts, was Sie an der Stelle durchgehen müssen. Damit wäre ich mit meinem Vortrag am Ende. Und stelle die Frage, gibt es Fragen? Ja, Markus, es gibt tatsächlich zwei Fragen. Zum einen, was ist der Vorteil gegenüber klassischen Dependency-Analysen? IQ-Server von Sonar scannt ja beispielsweise schon meine Dependencies. Genau, also der Vorteil hier gegenüber ist tatsächlich diese holistische Betrachtung. Das ist das, was wir im Prinzip auf dem Screenshot hier gesehen haben. Der IQ-Server kennt nur meine Applikation. Der kennt also quasi nur diesen Teil hier und den Baum dahinter. Der IQ-Server weiß nichts davon, auf welchem Base-Image zum Beispiel ein Container läuft. Das bilden wir damit ab. Ja? Plus, dadurch, dass es für verschiedene Sprachen diese Tools gibt, das zu erzeugen, brauche ich nicht einen Server, der unbedingt meine Sprache analysieren kann, sondern ich brauche nur einen Server, der SBOM analysieren und auswerten kann. Und dadurch habe ich dann eben die Möglichkeit, sprachunabhängig und dann auch anbieterunabhängig mir eine Datei zu erstellen, die SBOM-Datei zu erstellen und die dann eben auch an einen entsprechenden Server zu senden. Der muss nur SBOM können, der muss nicht unbedingt meine Sprache Java, JavaScript, Python verstehen. Beantwortet das die Frage? Ich hoffe schon. Also es kommt nichts weiter, dann gehen wir davon aus, dass ja. Dann die zweite Frage, die noch reinkam, woher weiß ich, dass ich einer S-Bomb vertrauen kann, auch in Anführungszeichen, dass sie also sich nicht verändert? Genau, das war das, was ich am Anfang angesprochen habe. Wie publiziere ich S-Bombs? Hier geht es tatsächlich wieder um auf ganz normale kryptografische Verfahren zurück. Das heißt, ich erstelle die S-Bomb. Ich muss dann normalerweise auch einen Public-Private Key Pair erstellen. Der Private Key, den behalte ich. Den Public Key kann ich publizieren und mit dem Private Key signiere ich dann die S-Bomb. Ja? Dann gibt es natürlich auch wieder die ganze Frage, okay, woher weiß ich, wer wessen Public Key gehört. Da gibt es dann eben wieder zentrale Stellen, die das verwalten. Aber sobald ich die S-Bomb signiert habe, ist dann sichergestellt, keiner kann sich verändern. Und wenn sie jemand verändert, dann wird die Signatur nicht mehr stimmen. Und diese signierte S-Bomb wird dann normalerweise als Attestation bezeichnet. Die kann hochgeladen werden und da ist dann auch sichergestellt, dass sie nicht verändert wird. Weitere Fragen? Also im Q&A jetzt nicht. Im Chat kam noch eine Frage, Isabel. Ja. Und zwar die Frage S-Bomb. Einer der Teilnehmer versucht seit einiger Zeit, Kunden davon zu begeistern und wollte wissen, wie eure Resonanz auf den Einsatz ist. Ja, da tue ich mich im Moment auch noch schwer mit. Es ist relativ schwer, den Kunden zu vermitteln, dass es etwas ist, womit man sich unabhängig macht.
Ich denke, es ist einfacher, wenn man tatsächlich ein Kundenumfeld hat, wo man nicht nur Java oder nicht nur Python oder nicht nur JavaScript hat. Was ich da aber empfehlen kann, ist tatsächlich, wenn man zum Beispiel einen IQ-Server im Einsatz hat, es nicht abzulösen, sondern einfach durch SBOM zu unterstützen. Also gerade der IQ-Server lässt die Möglichkeit hinzu, dass ich sage, ich analysiere wie bisher auch, aber neben dem Java, was du analysierst, hier schiebe ich dir noch eine SBOM unter. Ja? Dass man den Kunden darüber vielleicht bekommt. Das ist auch relativ einfach. Da nochmal Hinweis auf die Folien, die SBOM zu erstellen. Das geht relativ einfach. Das ist ein Kommando. Und es gibt dann auch entsprechende Integrationen, zum Beispiel zum IQ-Server oder zum Dependency-Track, wo ich sie dann direkt auch hinterher schieben kann und hochladen kann, analysieren kann. Also ich denke, das ist etwas, was man dem Kunden ganz gut unterschieben kann, dann sagen kann, hey, guck mal, wir haben es jetzt im Einsatz und vielleicht haben wir dadurch auch mehr gefunden. Meistens ist dann dieses, und wir haben dadurch mehr gefunden, der Trigger, worüber man die Kunden bekommt. Dann im ähnlichen Zusammenhang noch die Frage, ob es Lösungsansätze zur Verknüpfung von der Asset-Verwaltung gibt, was irgendwo nachvollziehbar wäre natürlich. Habe ich jetzt in der Form noch nicht gesehen, müsste ich mir tatsächlich im Detail noch anschauen. Würde mich aber wundern, wenn es da nichts gibt. Also kurz gesagt, war bisher kein Fokus, nichts, worauf ich einen Fokus gelegt habe, müsste ich nochmal genau nachschauen. Okay, das waren zumindest aus dem Chat keine Dann weiteren Fragen. gab es noch eine Frage zum Thema, das SUSE betrifft, aber ich denke, das wird uns gleich der Gabriel erläutern. Also, wenn es jetzt keine weiteren Fragen mehr gibt, zumindest jetzt im Moment, vielen herzlichen Dank, lieber Marco, für diesen interessanten Einblick. Vielen Dank auch an dich, Isabel Baum von der Konsole. Schön, dass du bei uns bist und die Veranstaltung mit organisiert hast. So, jetzt freuen wir uns darauf, den Gabriel Stein von der SUSE herzlich willkommen zu heißen. Er wird uns mehr über Neuvektor und das Zero Trust Konzept mitteilen. Gabriel wird auch über Supply Chain Scanning und Runtime Sicherheit sprechen und die Implementierung von Neuvektor in verschiedenen CNCF Kubernetes Clustern vorstellen. Hallo, lieber Gabriel, wir sind sehr gespannt auf neue Einblicke zur Stärkung der Sicherheit in Containerumgebungen. Ich freue mich auf deinen Beitrag. Hallo Claudius, vielen Dank für die Einleitung. Ich werde dann meinen Folien hier mitteilen und dann können wir losgehen. Ich glaube, Sie können jetzt meinen Screen sehen, mein Bildschirm sehen. Ich werde dann unseren Webinar beenden. Ich hatte das Glück, um das zu machen. Und ich freue mich, an euch über ein Produkt von SUSE zu sprechen. Der heißt Neuvektor. Neuvektor ist unser Produkt, das wir unterstützen, die Containersicherheit, das wir am Laufen haben in jedem CNCF Kubernetes Cluster. Und wir können diesen Workload schützen. Ja, wir können mehr Sicherheit bringen. Und wir wissen heute, das ist ein Thema, der viele beschäftigt sind mit dem Containerisieren, mit dem Modernisieren von Workloads. Und der nächste Schritt nach dem Modernisierung von Infrastruktur, von dieser Transformation, digitale Transformation, ist sehr wichtig, dass man kümmert sich auch um die Sicherheit. Dann werden wir oder ich werde euch Neuvektor vorstellen. Was ist Neuvektor eigentlich? Ist unser Produkt dann, dass wir laufen oder laufen bringen können in jedem Kubernetes-Cluster, die CNCF kompatibel sind. AWS, Azure, Google Cloud, OpenShift. Wir können allen Clustern sozusagen schützen, die Container, die da am Laufen sind mit Neuvektor. Wir haben zwei Hauptkomponenten, die das wir machen. Wir haben erstens ist der Supply Chain Security. Wurde schon heute darüber gesprochen, über Software Supply Chain, dass man hat eine Applikation, der kommt von Entwicklung bis zur Produktion und können wir das schützen. Wir können auch den Containers Images scannen. Wir können die Vulnerabilities, die
Sicherheitschecken, wir können den CVEs checken. Wir haben auch den Compliance-Scanning. Wir können das checken, ob der Container-Image, ob dieser Image ist auch compliant. Und dann wir haben mehrere Institutionen, dass wir zusammenarbeiten, wie PCI, wie HIPAA, NIST und auch für Europa, die sehr wichtig ist, GDPR. Wir können alles das checken mit diesem Scanning. Und wir können mit dem Ergebnis von diesem Scanning, das wir gemacht haben, auch Regel erstellen. Wir können die Mission Control Regel erstellen, die wirklich sehr einfach ist, um das zu implementieren. Und wir werden auch sehen, dass wir können dem Ergebnis von diesem Scanning schauen, okay, ob dieser Image mit diesem CV wird nicht akzeptiert und wird nicht so ein Deployment möglich, oder ich möchte einen Kubernetes Namespace blockieren, dass niemand darf eine Applikation auf Default Namespace von Kubernetes deployen. Ich kann mehrere Operationen mit der Admission Control erstellen. Und die nächste Komponente, das wir haben auf NeuVector, ist der Runtime Security. Der Runtime Security ist auch wichtig, dass wir können die Infrastruktur, wo unseren Kubernetes Cluster am Laufen ist, dass wir können auch den Node scannen, wir können auch schauen, welche Prozesse am Laufen sind, welche Netzwerkverbindung haben wir, welches Protokoll wir haben am Laufen. Wir können alles analysieren. Der NeuVector, seit die erste Installation, erste Setup von NeuVector, er ist schon in einem Modus, der kann die ganze Infrastruktur von diesem Kubernetes Cluster checken und analysieren und zeigt uns schon, was wir haben für Netzwerkverbindung, was für Container-Images, was für Infrastruktur diesen Kubernetes-Cluster am Laufen haben. Wir können alles mit dem NeuVector sehen. Wir können diesen Überblick haben. Das ist wirklich sehr nützlich und eine Kontrolle und ein Überblick von die ganze Deployment von Container-Images und Workloads auf dem Kubernetes-Clusters. Das ist ein Beispiel nur wegen dem Supply Chain, das mehreren Softwarehäuser haben das. Das ist ein Entwickler, der macht seine eigene Applikation, packt zusammen mit seinem Container-Image und das wird dann mit einem CI/CD-Pipeline, entweder GitLab oder Jenkins oder irgendwelchen CI/CD-Software benutzt. Und man kann diesen Software deployen auf Container-Registries, dass man hat mehreren Container-Registries in der Markt, man hat Docker Registry, man hat OpenShift Registry, man hat selbst GitLab hat ein Registry, die Registries from der Cloud, AWS, Google Cloud und Azure. Man hat mehrere Registries, diese Applikation wird deployed und danach man hat auch diese Applikation am Laufen und mehreren Clusters, die sind wirklich so in Staging, Production und mehreren Umgebungen am Laufen. Und das kann mit NeuVector schützen. Man kann schützen so seit dem Anfang. Man checkt alles, was in dieser Container-Image steht, in dem Registry und kann mehrere Operationen durchführen. Sagen wir mal, dass wenn ein CV auftritt, dann können wir mit dem Admission Control das blockieren. Wenn ich habe etwas auf verschiedenen Namespaces von NeuVector, kann ich auch eine Aktion haben. Da gibt es mehrere Operationen, dass wir machen können mit NeuVector und wir können unseren Workloads auf diesen Kubernetes-Clustern schützen. Und genau, und wenn wir mit dem Runtime Security darüber sprechen, wir haben mehrere Vorteile oder mehrere Features, dass wir mit NeuVector haben. Wir haben den CVEs, wir haben Kontrolle von den ganzen CVEs, die diese Container-Images haben oder da auch selbst den Nodes und diesen Plattformen, die Kubernetes am Laufen ist. Man kann sozusagen diese Kontrolle von diesen CVEs haben, weil die CVEs sind, die Databases sind aktualisiert automatisch. Jede 24 Stunden sind mehrere Databases aktualisiert von jeder möglichen Linux-Distribution, Debian, Amazon Linux, Red Hat Linux, Ubuntu, Slash. Alle die bekanntesten Linux-Distributionen haben wir diesen Databases, die automatisch aktualisiert werden
Und NeuVector nutzt diesen Databases, um dem CVEs auch Scanning zu machen. Andere Feature, das bringt auch NeuVector, ist der DLP oder Data Loss Prevention, dass man hat die Möglichkeiten, dass sieht, ob eine unverschlüsselte Datei ist mit Kreditkartendaten, mit Versicherungsdaten oder mit persönlichen Daten da, die nicht unverschlüsselt sein sollen. Und man kann das auch blockieren. Man sagt, okay, wenn jemand hat einen Textdatei mit einer Visa-Kreditkartennummer, mit Daten von diesen Kreditkarten, dann wird sozusagen diese Applikation, der hat diese Textdatei auch blockiert, das zu schützen, dass überhaupt kein Leaks passieren kann. Weil wir wissen heutzutage, es ist sehr aktuell, sehr viele Firmen haben Probleme mit den Datenleaks, dass entweder Kreditkarten oder Versicherungsdaten oder persönlichen Daten sind in einem Leak und dann mehreren Kunden haben diesen Daten im Markt, vielleicht im Dark Web und so weiter zu kaufen. Ja, das ist schon sehr schwierig. Und wir haben auch die Kontrolle von unseren Applikationen auf diesem Kubernetes Cluster und dann können wir sehen, welche Applikationen laufen, welchen Protokoll benutzt, welchen Port. Dann machen wir auch die Sicherheit von den Netzwerken, dass wir in diesem Kubernetes Cluster haben. Wir können genau alles anschauen und Regeln setzen oder ob diese Kommunikation zwischen A nach B wird blockiert oder wird akzeptiert oder überwacht überhaupt, ja, können wir alles machen mit NeuVector. Und dem OWASP 10, der Top 10, wir haben auch den Schutz mit NeuVector. Andere Features, das wir haben mit dem NeuVector, ist auch, wir nutzen dem Konzept von Zero Trust. Zero Trust ist es kein Produkt. Wer erzählt, dass Zero Trust ein Produkt ist, das ist nicht Wahrheit, es ist nicht die Wahrheit, weil Zero Trust ist ein Konzept. Das Konzept, das erzählt, dass alles, was nicht erkannt ist, wird automatisch blockieren. Dann, wenn ein Attack passiert gegen eine Applikation, die läuft auf diesem Kubernetes Cluster und diesen Attack versucht, etwas anderes zu machen mit dieser Applikation, wird NeuVector nicht erkennen, was passiert und das wird sozusagen automatisch blockieren. Okay, das versucht hier eine Attacke gegen diese Applikation zu starten und ich werde das blockieren, wenn ich nutze dieses Konzept von Zero Trust. Man kann sehr gut mit NeuVector machen. Und sehr wichtig in dem Markt, das wir heute haben, ist alles CI/CD kompatibel. Es ist alles sozusagen, dass man lernt, die ganze Regel, alles, was passiert in dieser Kubernetes-Klasse, wird gelernt von NeuVector. Wir können die ganze Konfiguration auch von NeuVector exportieren. Wir können importieren in einer Instanz von NeuVector. Es ist sehr kompatibel mit dem ganzen CI/CD-Workflows, das wir in dem Markt haben. Und wir können auch ein ganz einfachen Deployment von mehreren Instanzen von NeuVector in verschiedenen Kubernetes-Umgebungen oder Clusters mit den verschiedenen Umgebungen mit der gleichen Konfiguration machen und dann einen Standard haben für diese Applikationen. Genau. Dann, da sind sozusagen auch, was NeuVector hat aus Vorteil, aus Features. Wir haben so Compliance mit PCI, GDPR, das schon erzählt, mehreren Databases mit den CVEs, die automatisch aktualisiert sind. Wir schützen auch die Packages, das laufen in diesem Kubernetes Cluster, nicht nur Layer 3, Layer 4, sondern auch Layer 7. Wir kennen auch Layer 7 und wir können das alles für unseren Kunden schützen mit NeuVector. Das ist auch ein Beispiel, dass wir können alles mit CI/CD Deployment machen, mit den Policies von NeuVector, können wir die Policies von einer NeuVector-Instanz zu anderen NeuVector-Instanz deployen. Und das ist einfach und verständlich zu nutzen. Was ich jetzt auch machen möchte, und das wir haben schon erfahren, dass die Mehrheit von SUSE-Kunden nutzen NeuVector on top of OpenShift. Und SUSE aus einer Firma, die Open ist, wir unterstützen mehrere Plattformen gleichzeitig. Wir haben keinen Login, dass wir unterstützen nur die Produkte von SUSE. Wir unterstützen mehrere andere Produkte, andere Linux-Distributionen auch und anderen Kubernetes-Cluster sogar.
Wir können auch neue Vektoren on top of OpenShift installieren. Wir werden einfach einen Operator nutzen. Wir haben den Operator-Hub von OpenShift. Und wir können diese Installation von diesem Operator von neue Vektoren on top of OpenShift machen und nicht starten mit dem Schutz von unserer OpenShift-Umgebung. Ich werde dann euch zeigen, hier, ich habe ein kleines Video gemacht, dass ihr kurz sehen könnt. Ich mache ein paar Kommentare, dass es nicht so lang dauert. Lass mich Bildschirm nochmal teilen. Genau. Ich hoffe, ihr könnt meinen Bildschirm sehen. Dann kann ich den Demo starten. So, dann habe ich hier eine OpenShift am Laufen. Ich habe installiert, dann bin ich zu Operator Hub gegangen und durch den Operator Hub habe ich die Installation von meinem Operator von NeuVector gemacht. Ich werde ein bisschen forward gehen jetzt. Kann ich hier beim Operator Hub suchen, der Operator von NeuVector. Da gibt es drei verschiedene Operators. Hier eines ist Z-Files und der andere ist der Community Operator. Das ist Open Source. Das braucht man keine Subscription kaufen. Und die dritte rechte Seite ist vom Marketplace, dass man nutzt den Marketplace von Red Hat. Man kann ein Subscription für NeuVector kaufen. Dann das Setup hier, es ist straightforward. Man bekommt eine Warnung, das ist ein Community Edition, alles okay. Und das ist einfach kinderleicht, ist ein Next, Next, Finish. Ich habe nichts so speziell eingerichtet. Ich habe hier schon der Installation vom NeuVector. NeuVector jetzt ist am Laufen hier on top of OpenShift. Kann ich ein bisschen schon zeigen. Das ist meine Registry vom OpenShift. Ich habe schon gesehen alle Images, die an der Registry von OpenShift sind. Dann habe ich auch die Möglichkeiten von anderen Registries hier einzugeben und die Installation weiterzumachen und die Konfiguration weiterzumachen. Dann kann ich auch die Nodes hier, sehe ich auch die Nodes von OpenShift. Die Standardinstallation von OpenShift sind 6 Nodes. Dann er hat schon gescannt. Ich kann zur Compliance Tab hier gehen, schaue die Compliance, die Results von dem Compliance Scanning. Das ist die Results, das ich habe vom Vulnerability Scanning, das wir haben, auch on top of OpenShift. Und das ist alles so einfach zu sehen. Das gleiche auch mit dem Containers, das am Laufen sind. Wir haben die ganze Überblick. Und wir können sehen, welche Prozesse sind, auch die Container-Stats, wie viel CPU und alles. Da haben wir hier unser Admission Control Panel, dass wir können die Regel setzen. Okay, ich möchte etwas auf verschiedenen Namespace von OpenShift nicht deployen lassen. Ich kann die ganze Operation von NeuVector machen auf OpenShift, ohne etwas speziell zu konfigurieren, einzurichten. Das ist wirklich sehr einfach zu machen und man kann wirklich so diese Deployment von NeuVector machen in 5 oder 6 Minuten, sagen wir mal, und dann wird zu unserem Workloads auf OpenShift auch geschützt. So, das habe ich über OpenShift zu sprechen. Ich hoffe, dass ihr gemocht habt. Das war eine tolle Demo. Und ich bin schon am Ende mit meiner Präsentation. Ich rufe dann Claudius. Der kann mit uns weitermachen. Vielen Dank, lieber Gabriel. Super interessant. Herzlichen Dank, Isabel. Kannst du uns sagen, welche Fragen kamen? Ja, es kamen einige Fragen. Gabriel, erste Frage, kann ich die Policies von NeuVector in meine CI/CD-Pipeline integrieren? Selbstverständlich. NeuVector ist sehr 100% kompatibel mit CI/CD-Pipelines. Man kann alles exportieren und zu einer anderen Instanz von NeuVector importieren. Ohne Problem. Wir haben mehrere Kunden, die schon das machen. Die sind sehr schöne Deployments von NeuVector, die am Laufen sind und laufen tadellos.
Dann noch eine Frage: Ist es möglich, NeuVector mit Prometheus und Grafana zu integrieren? Wir haben auch eine Integration von NeuVector mit Prometheus und Grafana. Man kann mit Grafana Dashboards haben. Man sieht sozusagen die Top-Vulnerabilities, dass man in diesem Kubernetes Cluster hat, in den Graphic. Das ist sehr schön. Man kann sehen auch die unsicheren Workloads, das man hat auf Kubernetes. Man hat eine Art von Ranking, dass man sehen kann auf Grafana. Es ist sehr gut dokumentiert und sehr gut so dieser Überblick, dass man bei Grafana hat. Ja. Dann noch eine Frage aus dem Q&A. Auf welchen Plattformen kann ich NeuVector nutzen? Beispiel AWS, GCP, Azure? Ja. Man kann auf verschiedenen Cloud-Plattformen nutzen. Man hat die Unterstützung von NeuVector überall. Das läuft überall NeuVector. Und wichtig auch zu Harbor, wir haben auch, ich sehe die Chat jetzt, ich antworte ein paar Fragen vom Chat auch. Wir haben auch Support für Harbor. Wir haben eine Möglichkeit, um Harbor der aus Registry zu scannen. Und die anderen Fragen deswegen, dass wenn ich eine Production Images haben, eigentlich diese CVs, Scanning, das wir haben von NeuVector, die laufen auf dem Container Registry, gegenüber dem Container Registry. Ich melde mich mit meinem Benutzer und Passwort zur Docker Hub, sagen wir mal, und ich kann diese Images scannen und schaue, was für CVs habe ich so. Und ich kann auch das blockieren auf meine Workloads von meinem Kubernetes Cluster. Ich kann ja gehen zu meinem Kubernetes Cluster und ich sage, okay, ich mache eine Admission Control Regelung und ich sage, wenn der CV Nummer 1, 2, 3, 4 auftritt, dann werde ich diese Workload, diese Container Image nicht akzeptieren. Das wird diese Workload blockiert. Ja, ich kann alles machen. Dann noch eine Frage: Wie lange braucht das erste Deployment von NeuVector? Der Deployment von NeuVector braucht nicht mehr aus, wenn ich sozusagen pessimistisch bin, 10 Minuten. Das wird alles per Helm Charts gemacht auf meinen Kubernetes Clustern. Und Helm Chart ist eine Art von Package Management, das wir auf Kubernetes haben. Und ich kann in 10 Minuten die erste Deployment machen. Klar, ich brauche ein bisschen mehr Zeit, um alles genau einzurichten, aber wie jeder Produkt, ja, man braucht ein bisschen mehr Zeit und dem Day two zu machen, sozusagen. Und hier noch eine letzte Frage: Muss ich Agents auf alle Nodes installieren? Genau. NeuVector ist ein Produkt in dem Markt, die hat einen Einzelheit, also etwas sehr Besonderes ist, dass wir brauchen keine Agents. Die ganze Deployment von NeuVector wird on top of diesem Kubernetes Cluster. Wir haben Pods mit mehreren Komponenten von NeuVector am Laufen. Und NeuVector nutzt den Kernel-Tools, die jede Linux-Distribution von diesem Kubernetes schon hat. Dann man braucht gar nichts extra installieren, das ist alles schon dabei. Man installiert nur die Ports, die Komponenten von NeuVector auf seinen Container-Workload und man kann nicht starten, schon mit NeuVector zu arbeiten, ohne extra Arbeit. Gut, das war's aus dem Chat bzw. aus den Q&A-Anfragen. Prima, vielen herzlichen Dank, Isabel. Dankeschön, lieber Gabriel, für diese spannenden Einblicke. Falls es denn noch weitere Fragen zu den Präsentationen gibt, dann bitte diese an die bekannten Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner stellen oder gerne auch direkt an die Referenten. Die E-Mail-Adressen sollten später zu sehen sein in der Präsentation. Gut, ich möchte an dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an unsere Referenten, den Jens Kasserts, den Marco Bungart und den Gabriel Stein aussprechen für die äußerst informativen und fesselnden Präsentationen zu dem sehr interessanten Thema Cybersecurity. Vielen Dank auch nochmal an Isabel und alle weiteren Personen, die diese Veranstaltung mitorganisiert haben. Ein ganz besonderer Dank geht natürlich an alle unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die interessanten Fragen, die zur tollen Diskussion beigetragen.
Bei allen, die nur an der Präsentation, aber nicht am Biertasting dabei sein wollen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich für die Beteiligung und die interessanten Fragen bedanken und wünsche Ihnen jetzt einen noch schönen Abend.